Hallo und willkommen, ich bin der Sprite. Und zwar geht es heute um die Open mal wieder. Und wir bauen die Rücklichter um in LED. Und dazu brauchen wir dann einfach diese LEDs, die ich hier gekauft habe. Da gehe ich näher genauer drauf ein. Und wir brauchen wieder ein Plastikhebelwerkzeug. Wie es hinten im Kofferraum ist, werdet ihr nachher sehen, kann man eigentlich auch mit Finger oder einem Schraubenzieher bei. Da macht man jetzt nicht so einen großen Schaden. Und ich würde sagen, fangen wir mal an und bauen das aus und ein. Und dann vergleichen wir mal, was die guten LEDs hier bringen. So, hier drin befindet sich die Rücklampe. Hier sieht man sie. Jetzt müssen wir diese Kappe öffnen. Dazu, wie gesagt, das Hebelwerkzeug. Hier haben wir eine kleine Kuhle drin. Das werdet ihr sehen. Und da kann man dann einfach das Hebelwerkzeug reinmachen. Und dann, wie ihr seht, einfach ziehen. Und dann haben wir eigentlich nur hier eine kleine Schraube. Ja, die sieht man sogar im Video. Die ist ganz einfach mit zwei Fingern aufzudrehen. Aufpassen, dass sie nicht irgendwo beim Abdrehen wegfällt. In die Verkleidung oder so. Am besten so die Hand runterhalten. Ist sonst ein bisschen ärgerlich, wenn man die nicht mehr hat und die Lampe nicht richtig festbekommt. Ja, wie eine Flügelmutter eigentlich ist das. Und das war es eigentlich schon gewesen. Jetzt müssen wir nur noch die Lampe aushängen. Dazu drücken wir da, wo die Schraube fest war, leicht hoch. Und ziehen hier rechts ein bisschen, also hier ziehen wir ein bisschen nach rechts rüber und können sie dann aushebeln. So, sie ist dann sogar schon locker. Aber damit wir die Birne dann tauschen können, muss ich den Kofferraum etwas weiter runter machen. So, gleiches Spiel. Von unten drücken wir gegen. Dann können wir die hier rechts einfach so schön aushebeln. Und dann hier unser, das ist der Stecker. Da haben wir hier die Rücklichtbirne. Da befindet sie sich schon. So, die Stecker abzumachen, um eigentlich hier besser arbeiten zu können. Die sind so schwer abzukriegen. Deshalb lasse ich das jetzt einfach dran. So. Aufpassen, die Schraube, dass den Lack nicht kaputt macht. Dann können wir die Birne ganz einfach herausziehen und die neue hineinstecken. So, um ganz zu schauen, ob die funktioniert, müssen wir mal das Rückwärtslicht einschalten. Hat funktioniert. So, und wenn die LED dann leuchtet oder auch nicht, fügen wir das Ganze einfach wieder ein. Müssen einmal leicht drehen. Und dann zum Einsetzen diese Nut an der Karosserie einhängen und der Schraube das wieder einführen. Ist das gewechselt, der LED? Jetzt mache ich die andere Seite noch. Hier habe ich mal einen kleinen Versuch aufgebaut. Und zwar das Tablet mit einer App, die geöffnet ist. Lightmeter nennt sie sich. Damit können wir die Lichthelligkeit messen. Die ist natürlich nicht genau wie ein spezielles Messgerät. Aber der eingebaute Lichtsensor im Tablet ist halt nun mal auch ein Lichtsensor. Wir bekommen einfach einen Vergleichswert von der Glühbirne und von der LED, die wir einbauen. Und dann habe ich hier einfach ein kleines, einfach ein Deko-Steingefäß genommen. Habe einfach kurz zwei Schrauben reingemacht. Und der Strom drauf gelegt, damit wir dann auch die Birnen testen können, damit der Wert ungefähr wirklich gleich ist, aus der gleichen Position. Weil wenn ich das mit der Hand hinheben würde, würde das Ergebnis etwas verfälscht werden. Dann schauen wir uns mal kurz die LED ein bisschen genauer an. Das ist eine MHTEC, die soll 1000 Lumen haben. Ist schön bestückt mit sehr vielen SMDs. Verarbeitung sieht gut aus. Ich habe jetzt keine Fehlermeldung bekommen im Auto. Wir haben hier sogar seitlich einen Kühlkörper eingebaut. Da wird sie dann wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell so heiß. Aber als Dauerbetrieb ist sie eh nicht gedacht. Wir benutzen sie als Rückwärtslicht.
Und als Vergleich mal die Glühbirnen daneben legen. Sieht das Ganze so aus. Von der Breite passt die LED gerade noch so rein. Da muss man mal aufpassen. Ich glaube, die ist sogar ein bisschen breiter, die LED. Und jetzt testen wir einfach mal, indem wir zuerst anfangen mit der Glühbirne und schauen, welchen Wert wir da bekommen. Und dann die LED mal ranheben. Jetzt haben wir einen Wert ungefähr von 430, der da dauernd schwingt. 480 sogar. Die Glühbirne wird jetzt momentan ziemlich heiß. Wir gehen mal 460. Ja, so lange kann man das nicht in der Hand halten. 460, jetzt kommt die LED. Mal schauen, ob wir sie gleich richtig anheben. Jawohl. So, 460 gegen 1600. Wir können mal sagen 1630 gegen 460. Da haben wir einen fast dreifachen Wert von der LED im Vergleich zur Glühbirne. Aber ob das auch wirklich nachher beim Rückwärtsfahren heller wird, das liegt dann immer auch darauf an, auf dem Reflektor vom Rückfahrscheinwerfer. Denn die Lichtausstrahlung im Reflektor ist immer abhängig davon, wie die LED gebaut sind. Hier haben wir ja natürlich jetzt fast eine komplett Rundumbeleuchtung. Somit wird der Reflektor sehr gut ausgeleuchtet. Hier haben wir halt schon ein paar tote Winkel, ne? Also hier, wo der Kühlkörper sich befindet, haben wir halt tote Bereiche, wo das nicht direkt angestrahlt wird. Aber wir hoffen mal, dass das Ergebnis am Ende besser kommt als mit den Glühbirnen. Alleine schon der Effekt, dass die LEDs schöner aussehen, hat man schon sehr viel gewonnen. Es ist jetzt dunkel geworden und ich werde jetzt im Dunkeln noch ein Video drehen, wie ich rückwärts in die Garage reinfahre, beziehungsweise der Carport, wie man es auch nennen möchte, Garage ohne Tor. Und dann werden wir letztendlich wirklich sehen, was denn heller jetzt nun ist, oder? Und davor testen wir nochmal die Einschaltverzögerung bei der LED und bei der normalen Glühbirne. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du etwas zu sagen hast, benutzt die Kommentare und wenn du mehr sehen willst, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Hier unten habe ich noch zwei Videos für dich. Das eine führt dich zum letzten Video, ein Kastenwagen wird zum Camper. Und rechts haben wir ein von YouTube vorgeschlagenes Video. Bis dahin, euer Nesbite.